Stimmen hören. Lasst ihn unsere ehrliche Hingabe und unendliche... Habt ihr euch je gefragt, ob Andraste wirklich so aussah? Vielleicht war sie in Wirklichkeit hässlich oder hatte Hasenzähne. Die Legionen des Bösen stehen vor unserer Schwelle. Sie werden sich an unseren Herzen laben. Es gibt kein Entkommen. Das Böse wird die Erde bedecken wie ein Schwarm Heuschrecken. Bitte, ihr erschreckt die Kinder! Es ist besser, sie jetzt selbst dem Tod zu übergeben, als sie in den Händen der dunklen Brut leiden zu lassen. Dort! Eine dieser Kreaturen ist bereits unter uns! An diesem Mann klebt der Gestank des Bösen. Seht ihr denn die abscheuliche Dunkelheit nicht, die in ihm steckt? Die dunkle Brut wird sich an unserem Fleisch laben. Niemand wird überleben. Ich werde es tun. Betrachtet es als erledigt. Wie klug sind Mabari eigentlich wirklich? Verstehen sie alles, was wir sagen? Ach, wirklich? Aber vielleicht hörst du auch nur auf den Klang meiner Stimme. Seid gegrüßt, Fremder. Ich nehme nicht an, dass ihr jemanden kennt, der Fallen herstellen kann, oder? Der alte Balin sagte, die dunkle Brut könnte bald hier sein. Er hat einige Fallen auf seinem Hof. Ich dachte, ich sollte auf meinem Land vielleicht auch welche aufstellen. Aber Balin will seine Fallen vergiften. Ich möchte ganz normale Fallen. Es gibt keine mehr. Balin hat alle Fallen, die es im Dorf gab, auf seinen Feldern aufgestellt. Er hat noch kein Gift dem Erbauer, sei Dank. Also sind seine Felder einfach voller Fallen. Er kann manchmal ein bisschen exzentrisch sein. Ich würde euch mit Freuden etwas bezahlen, wenn ihr welche für mich herstellen könntet. Holz, Nägel und andere Dinge findet ihr im Dorf und im Wald. Aber das wisst ihr vermutlich schon. Entschuldigt. Kommt zurück, wenn ihr welche hergestellt habt. Habt ihr euch schon um ein Bett für die Nacht gekümmert? Ich habe im Moment keine Verwendung für Schwerter. Wir brauchen Betten, Lebensmittel und ein Ende all dieser traurigen Geschehnisse. Ihr kennt euch nicht zufällig mit Elixieren, Arznei oder Kräutern aus, oder? Dann könntet ihr uns vielleicht einen großen Dienst erweisen. Hier kommen die verschiedensten Reisenden durch und viele von ihnen sind verletzt oder krank. Wir geben unser Bestes, aber uns sind die Vorräte ausgegangen. In den Wäldern im Norden gibt es Arzneikräuter. Wenn ihr ein paar Umschläge für uns herstellt, versuche ich, eine Bezahlung für euch zusammenzubringen. Ich schreibe euch hier alles auf, was ihr wissen müsst. Hattet ihr in den Wäldern Erfolg bei eurer Suche nach Kräutern? Sie werden vielen Leuten helfen. Ich danke euch für diese gute Tat.
Hast du dich... So, so, wen haben wir denn hier, Mann? Ich würde sagen, wir sind gesegnet. Oh oh, Loghains Männer. Das verheißt nichts Gutes. Haben wir nicht den ganzen Morgen damit verbracht, nach einem Burschen zu suchen, der genauso aussieht? Und haben nicht alle gesagt, sie hätten niemanden gesehen, auf den die Beschreibung passt? Es scheint, als hätte man uns belogen. Meine Herren, es besteht doch sicherlich kein Grund für Streitigkeiten. Das hier sind ohne Zweifel nur ein paar weitere arme Seelen auf der Suche nach Schutz. Sie sind mehr als das. Jetzt geht uns aus dem Weg, Schwester. Wenn ihr diese Verräter beschützt, droht euch dieselbe Strafe wie ihnen. Taryn Loghain behauptet, die Grauen Wächter hätten unseren König verraten. Wusstet ihr das nicht? Genug geredet. Nehmt den Wächtern Gewahrsam. Tötet die Schwester und jeden, der euch in die Quere kommt. Ja, bringen wir es hinter uns. Wir dürfen uns nicht ver... Ausgabe! Ihr habt gewonnen. Wir ergeben uns. Gut. Sie haben Ihre Lektion gelernt und wir alle können aufhören zu kämpfen. Ich war da. Der Taryn hat uns aus einer Falle gerettet. Die Wächter haben den König in seinen Tod geführt. Der Taryn konnte nichts tun. Was sollen wir ihm sagen? Ich werde es ihm sagen. Auf der Stelle. Jetzt. Ich danke euch. Verzeiht meine Einmischung, aber ich konnte einfach nicht tatenlos daneben sitzen. Gestatte, dass ich mich vorstelle? Ich bin Liliana, eine der Laienschwestern der Kirche hier in Lothering. Das heißt, ich war es. Ich habe mich der Kirche angeschlossen, um ein Leben in friedlicher Kontemplation zu führen, bin aber keine Priesterin, nicht mal eine Anwärterin. Die Männer sagten, ihr seid ein grauer Wächter. Dann werdet ihr also die dunkle Brut bekämpfen, richtig? Das machen graue Wächter doch. Nach dem, was geschehen ist, braucht ihr sicher jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Deshalb komme ich mit euch. Der Erbauer will, dass ich mich euch anschließe. Das würde er doch nicht ohne guten Grund tun. Dann glaubt ihr mir? Oh, ich wusste, dass den Traum wirklich der Erbauer geschickt hat. Die Vision, dass ich euch diene und dadurch seinen heiligen Plan verwirkliche. Vielleicht ist euer Schädel doch schwerer beschädigt worden, als Mutter dachte. Danke. Ich weiß diese Chance wirklich zu schätzen. Ich werde euch nicht enttäuschen. In der Tat. Wenn ihr wegen Lebensmitteln hier seid, wendet euch an den verdammten Wicht bei der Kirche. Ich verkaufe andere Waren. Wirklich? Nun, was soll ich dazu sagen? Danke.
Wenn ihr wegen Lebensmitteln hier seid, wendet euch an den verdammten Wicht bei der Kirche. Ich verkaufe andere Waren. Werft einen Blick auf die Anschlagtafel des Kantors bei der Kirche. Dort findet ihr gute Aufträge. Ich nehme nicht an, dass ihr euch mit Giften auskennt. Ich wusste, ich würde jemanden finden, wenn ich nur lange genug herumfrage. Ich würde für ein einfaches Gift gut bezahlen. Es muss irgendetwas sein, das diese Dinger langsamer macht oder ihnen etwas zum Nachdenken gibt. Im nördlichen Wald gibt es Kräuter. Ansonsten gilt das Gleiche wie für alles andere auch. Seht euch im Dorf um. Manche Flüchtlinge haben Teile ihres Besitzes zurückgelassen, um schneller reisen zu können. Ich weiß allerdings nicht genau, was ihr benötigt. Möglicherweise habe ich auch etwas davon auf Lager. Seid ihr mit dem Gift schon weitergekommen? Oder möchtet ihr euch meine Waren ansehen? Was jetzt? Seid ihr mit dem Gift schon weitergekommen? Oder möchtet ihr euch meine Waren ansehen?
Ich werde es tun. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Wird erledigt. Hast du schon die neuen Rekrutierer gesehen? An deiner Stelle wäre ich etwas leiser. Sie zwingen jeden zum Fuß. Ich frage mich, Morrigan, glaubt ihr an den Erbauer? Sicher nicht. Mich plagt keine urtümliche Furcht vor dem Mond, sodass ich an etwas glauben müsste, um nachts ruhig schlafen zu können. Aber das kann doch nicht alles Zufall sein. Geister, Magie, all die wundersamen Erscheinungen um uns herum, im Lichte wie in der Finsternis. Ihr wisst, dass diese Dinge existieren. Der Umstand ihrer Existenz erfordert nicht zwingend eine bewusste Schöpfung durch eine abwesende Vaterfigur. Dann ist also alles willkürlich? Unser Hiersein ein einziger Zufall? Der Versuch, Ort... Oh, mein Freund, wollt ihr euren Rabatt nutzen? Ihr glaubt also wirklich nicht an irgendeine höhere Macht? Ich sehe schon, das beschäftigt euch. Nein, glaube ich nicht. Muss ich denn? Was geschieht dann eurer Ansicht nach mit euch, wenn ihr gestorben seid?
Gar nichts? Ich werde jedenfalls nicht an der Seite des Erbauers sitzen, falls ihr das meint. Nur die Würdigen werden an die Seite des Wie könnt ihr es wagen, mich des Diebstahls zu bezichtigen? Die vielen Wiesen haben eure Augen geschwächt. Ein Chasing würde sich niemals zu einem Diebstahl herablassen. Ihr Leute aus den Marschen seid doch alle Diebe und Lügner. Das reicht. Die Leute hier sind ohnehin schon verzweifelt und verängstigt. Sie brauchen nicht auch noch eine Prügelei zwischen euch beiden. Aber was ist mit meinen Vorräten? Ich sagte, es reicht. Maras Shokra, Anan Esam Kun. Ihr gehört nicht zu denjenigen, die mich gefangen genommen haben. Ich bin in einem Käfig, oder etwa nicht. Eingesperrt wurde ich von der Kirche. Die ehrwürdige Mutter sagte, er habe eine ganze Familie erschlagen, selbst die Kinder. Es ist so, wie sie sagt. Ich bin Sten de Beresat, der Vorhut des Volkes der Kunari. Ihr verspottet mich. Oder ihr zeigt Manieren, die ich in euren Ländern nicht erwartet hätte. Aber das ist jetzt auch unwichtig. Ich werde schon bald sterben. Diese stolze und mächtige Kreatur soll der dunklen Brut zum Fraß vorgeworfen werden. Selbst wenn ihr keine Verwendung für ihn habt, schlage ich vor, dass ihr ihn aus Barmherzigkeit freilasst. Barmherzigkeit? Das hätte ich nicht von euch erwartet. Ich schlage außerdem vor, dass Alistair seinen Platz im Käfig einnimmt. Das wiederum hatte ich erwartet. Ich schlage vor, ihr überlasst mich meinem Schicksal. Ich wurde wegen Mordes verurteilt. Haben euch die Dorfbewohner das nicht erzählt? Fragt ihr, ob ich mich schuldig fühle oder ob ich für die Tat verantwortlich bin. Egal, was ich fühle oder getan habe. Mein Leben ist verwirkt. Wenn ihr kein Bedauern kennt, habt ihr entweder ein beneidenswert schlechtes Gedächtnis oder ihr führt ein erbärmliches Leben. Die Bewohner eines Bauernhofs, 8 Menschen sowie die Kinder. Ich stimme euch zu. Ich tue Buße, indem ich sterbe. Vielleicht. Was hieltet ihr in eurer Weisheit denn für angemessen? Die Wichtigkeit einer Sache hängt von der Perspektive ab. Von hier aus wirkt nur weniges bedeutsam. Ich an ihrer Stelle würde es nicht tun. Das werde ich. Damit er hier verhungert oder von der dunklen Brut geholt wird? Niemand verdient dieses Schicksal, nicht einmal ein Mörder. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Möchtet ihr sonst noch etwas? Habt Dank. Mensch. Möchtet ihr sonst noch etwas? Habt Dank, Mensch. Ich bin also nicht länger gefangen? Ihr habt die Tür geöffnet. Das bedeutet nicht, dass ich frei bin.
Ich bin also nicht länger gefangen? Zu welchem Zweck? Tatsächlich, selbst meinem Volk ist euer Kith ein Begriff. Es ist legendär. Aber ich schätze, nicht alle Legenden sind wahr. Nun gut, können wir gehen. Ich möchte diesen Ort verlassen. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Ich nehme an, ihr wollt etwas. Wir haben gehört, was man sich erzählt. Ihr seid ein Wächter. Ich weiß nicht, ob ihr König Kaelin auf dem Gewissen habt. Und der Bauer möge mir verzeihen. Es kümmert mich auch nicht. Aber das Kopfgeld, das auf euch ausgesetzt ist, könnte eine Menge hungriger Mäuler stopfen. Angriff! Ja! Ich werde es tun. Thank you.
daraus machen! Aber gern.
unser Spaß beginnen. Sehr schön.